Ich bin mir relativ sicher, dass wir Blackout 2 vor dem nächsten COD schon sehen werden. Warum gibst du 60 Euro dafür aus, dass du 60 Euro PSN-Guthaben hast? Geh einfach auf ineba.com. Schau dir an, welche PSN-Karte du haben willst. Schau dir an, welches Spiel du haben möchtest. Für eine 50 Euro PSN-Karte zahlst du über 12 Euro weniger mit dem Code Chappy. Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Es ist Wochenende, Dortmund spielt nach dem letzten Spiel gegen Augsburg. Dürfen wir uns also wieder aufs Neue blamieren. Ich freue mich riesig drüber und deswegen habe ich mir gedacht, bevor ich mir jetzt die Vorfreude noch mehr weghau, mache ich das Video, was eigentlich erst für nächste Woche geplant war. Und ihr habt es im Thumbnail mit Sicherheit gesehen. Thema heute ist Blackout 2. Bevor sich jetzt einige von euch fragen, ob hier irgendwie etwas komplett an euch vorbeigegangen ist, es geht nicht darum, dass Blackout 2 jetzt irgendwie anstatt Warzone weitergeht oder dass jetzt der neue Battle Royale ist, aber ihr habt es ja, bevor wir die wirklichen Reveals bekommen haben für Modern Warfare, für Black Ops Cold War, für Warzone, wie das verbunden wird. Wir wissen ja mittlerweile, Warzone verbindet sich mit Modern Warfare in Black Ops Cold War. Wir wollen darüber sprechen und es gibt ja so ein, zwei Infos, die wirklich cool sind und die irgendwie noch keiner so richtig behandelt hat, beziehungsweise Dinge, die noch keiner so wirklich bedacht hat. Warum wir, und das ist jetzt der Punkt der Sache, Blackout 2 noch dieses Jahr, beziehungsweise 2021, 2020 ist ja schon fast vorbei, warum wir es noch bekommen. Wie wir ja alle wissen, war der ursprüngliche Plan, dass Black Ops Cold War kein Black Ops Teil wird, sondern ein Spiel, was von Sledgehammer in Zusammenarbeit mit Raven Software und Beenox zusammen entwickelt wird. Nach eineinhalb, fast zwei Jahren hat Activision festgestellt, dass die Studios nicht zusammenarbeiten können, dass es da Kommunikationsschwierigkeiten gibt, dass sich also Millionen Dollar Unternehmen nicht einig waren, in welche Richtung dieses Spiel gehen soll, wie man die Dinge bearbeiten soll. Sledgehammer Games hat ja einen neuen CEO bekommen nach der Halbzeit von WW2, weil damals so viel daneben ging. Und es gab einfach insgesamt bei der Entwicklung von Black Ops Cold War oder wie auch immer das Game gehießen hätte, wenn es nicht von Treyarch gekommen wäre, extrem viel Stress. Treyarch wurde also in das Boot geholt, obwohl die ja noch gar nicht dran waren mit einem neuen COD. Sie hatten ja zuletzt erst BO4 gemacht und normalerweise wäre es so gewesen, Black Ops 4 über Treyarch, Modern Warfare über Infinity Ward und das jetzige COD dann eben über Sledgehammer. Das sind ja im Prinzip auch die drei großen Studios. Der Plan war, dass Black Ops jetzt im nächsten Jahr erst stattfinden wird, zusammen mit dem neuen Battle Royale Modus Blackout 2. Ob es jetzt Blackout 2 gehießen hätte oder Blackout Future oder irgendetwas, weiß ich natürlich nicht. Wir nennen es der Einfachheit halber einfach Blackout 2. Der Plan war, dass Treyarch sich jetzt an das COD eben für das nächste Jahr setzt, da einen neuen Battle Royale rausbringt und der heutige, jetzige Battle Royale Warzone einfach weitergeht. Diesen Plan musste man ja einfach in die Tonne treten, weil Treyarch dazu angehalten wurde, das neue COD zu machen, denn es hat mit Sledgehammer und Raven Software nicht funktioniert. Dadurch sind natürlich all die Pläne für Blackout in die Tonne getreten worden, denn wenn Treyarch nur ein Jahr Zeit hat, um ein neues COD zu entwickeln, einen neuen Zombie-Modus, einen kompletten Multiplayer-Modus und alles, was dazugehört und jetzt den Support von Warzone für Cosmetics, für Waffen, für Perks, für alles, was da jetzt noch zukommt. Wenn die das alles jetzt in dem Fall neu machen mussten, war natürlich in einem Jahr überhaupt keine Zeit, A, alles im Multiplayer, im Zombie, im Singleplayer wirklich gut fertig zu bekommen und einen neuen Battle Royale rauszubringen. Dazu kommt, dass Treyarch mit der neuen Engine, die Modern Warfare mit Infinity Ward rausgebracht hat, nichts zu tun hatten. Es gibt seit einem Jahr die Regel von Activision, dass die Studios untereinander Tech-Sharing machen müssen. Das bedeutet, dass die Studios, die zum Beispiel wie jetzt Infinity Ward eine nagelneue Engine für Movement, Schüsse etc. rausgebracht haben, diese Technik und diese Ideen davon mit den anderen Studios teilen müssen, so dass alle auf dem gleichen Stand sind und jeweils daran weiterarbeiten können. In Black Ops Cold War haben wir aber noch eine Engine, weil die Zeit nicht mehr dafür reichte, die von Infinity Ward abzuändern und einzufügen, die wir bereits in Black Ops 4 hatten, die mit ein paar, das sind alles IT-Sachen, aber eben mit ein paar Aspekten von der neuen Engine verbunden worden sind und jetzt in Black Ops Cold War so zu sehen sind. Man merkt, dass das Movement anders ist, man merkt, dass da vieles anders ist. Blackout an sich war ja der erste Battle Royale Modus, der jemals in einem COD so zu finden war. Es gab vorher mal, ich weiß nicht mehr in welchem Teil das war, ich glaube
Modern Warfare 3 oder Black Ops 2 oder so. Es gab mal so einen halben Battle Royale Modus mit 18 oder 20 Spielern. Das war im Prinzip ein gigantischer Free-for-All. Hatte natürlich nichts mit dem aktuellen Battle Royale zu tun, wie wir es in PUBG haben, Fortnite, H1Z1, Blackout, Warzone. Es gibt ja so viele mittlerweile. Dieses Jahr war es also klar, dass zu Black Ops Cold War nicht Blackout 2 mit dazukommen kann, weil die Zeit einfach nicht gereicht hat. Die Pläne und die Arbeit an Blackout 2 sind aber nicht komplett raus. Und es gibt seit Wochen immer wieder die Leaks und es gibt auch schon Images dazu, dass Blackout 2 in Warzone mit integriert werden soll. Und jetzt kommt das Interessante daran. Ich bin mir relativ sicher, dass wir Blackout 2 vor dem nächsten COD schon sehen werden. So wie es sich aktuell darstellt, wird in Warzone Blackout 2 mit integriert sein. Ob das als Teil der Karte nachher wird, dass man sozusagen den Übergang schafft von modernes Zeitalter zu vielleicht Zeitalter vom nächsten COD, dass wir dann sozusagen ein neues COD haben. Nächstes Jahr müsste ja dann eigentlich aktuell wieder Sledgehammer dran sein. Treyarch wird ja nicht zwei CODs hintereinander bringen können. Infinity Ward wird es auch nicht schaffen, weil die noch mehr als genug mit Warzone und Modern Warfare zu tun haben. Ich kann mir hervorragend vorstellen, und das ist der Punkt, wo ihr gerne mitdiskutieren könnt, dass Blackout 2 als neuer, separater Teil während der Laufzeit in den nächsten halben Jahr mit dazukommt. Denn man muss auch bedenken, Warzone wird nicht 3, 4, 5 Jahre wie Fortnite auf einem sehr hohen Level sein können. Denn Fortnite ist ein eigenständiges Game, wo es keinen zweiten Teil gab oder dritten Teil gab oder wo man irgendwie jedes Jahr einen neuen Teil von erwischt. Fortnite ist ein Battle Royale, es ist kein Multiplayer. Das ist also etwas ganz anderes als COD. Und in Call of Duty ist es nun mal so, dass wir jedes Jahr ein neues COD bekommen. Das ist seit, glaube ich, 12 Jahren so. Manche wünschen sich, dass dieser Zyklus sich etwas ändern würde, so dass man eben alle 2 Jahre nur mal ein COD bekommt, damit die Entwicklerstudios genug Zeit haben, um vielleicht mal ein passendes, wirklich auf den Punkt fertiges COD rauszubringen. Das haben wir schon seit Jahren nicht gehabt. Die ersten Wochen sind immer voll mit Patches, weil irgendwas nicht fertig wurde. Scoreboards werden manchmal Monate später erst mit integriert und. Ich glaube aber relativ sicher, das ist reine Spekulation, dass wir in den nächsten 6 Monaten ab Release, und ihr müsst ja dran denken, nächste Woche fängt die Beta schon an am Donnerstag. Die werden wir ja relativ lange haben. Und dann in 6 oder 5 Wochen kommt ja das fertige COD dann endlich raus, Black Ops Cold War. Ich bin mir relativ sicher, dass wir in den nächsten 6 Monaten Blackout 2 bekommen. Ob bereits als eigenständiger Teil oder Integration in Warzone, weiß ich nicht, das werden wir sehen müssen. Es ist aber eine spannende Idee, denn es braucht ja keiner glauben, dass all die Arbeit, die in Blackout 2, die ja definitiv schon gemacht wurde, dass die komplett raus ist und dass die komplett in die Tonne geschmissen wurde. Da werden hunderte und tausende Stunden von Arbeit, Grafikdesign, Ideen und sonst was schon mit eingeflossen sein. Und ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass man das als neuen Battle Royale nach Warzone mit integrieren wird. Und da Treyarch jetzt rein theoretisch erst in 2,5-3 Jahren wieder dran ist, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass Blackout 2 mit all dem, was man dazu hat, was in 3 Jahren ja wahrscheinlich veraltet ist, einfach bis dahin irgendwo auf der Platte lässt. Wenn man ein bisschen zurückdenkt, Blackout 1 war für mich ein hervorragender Battle Royale-Modus. Es war der erste in COD, es war für uns alle etwas ganz Neues. Es gab keine Streaks in dem Sinne, so wie wir sie in Warzone haben. Ich finde persönlich, Warzone ist ein ziemlich guter Battle Royale, aber jetzt nach einem Jahr schon relativ trocken. Blackout hingegen hat sehr, sehr lange Spaß gemacht. Die einzelnen Teile auf der Multiplayer, auf der Battle Royale-Karte waren ja im Prinzip einzelne Multiplayer-Karten, die wir aus allen Black Ops-Teilen bisher kannten. Wir hatten die Zombies mit integriert, die wirklich Spaß gemacht haben, für die Zombie-Community cool war. Es gab Gadgets wie den Grappling Hood von Ruinen, dass man irgendwie auch schneller über die Karte konnte. Also in Blackout bin ich der Auffassung, wurde extrem viel richtig gemacht. Es gab natürlich auch schlechte Sachen. Das Armor System, also die Panzerung, wie das funktioniert hat, war nicht so gut. Es gab so ein paar Dinge mit der Grafik, mit dem Sound, das nicht so gut war. Aber insgesamt war es ein toller Battle Royale und hat, glaube ich, sehr vielen von uns richtig Spaß gemacht. Und davon einen zweiten Teil zu sehen, mit all den Fehlern ausgemerzt, die man im Blackout gemacht hat. Es war nun mal der erste COD, da macht man Fehler. Und zusammen mit all dem, was man aus Warzone gelernt hat, was da an Fehlern war und was da gut gelaufen ist, kann ich mir hervorragend vorstellen, dass wir da ein Battle Royale bekommen, der wirklich die gesamte Community wirklich wieder an einen Tisch bringt. Vor allen Dingen mit Cross-Gen, also Xbox gegen PlayStation, gegen PC, PS4 gegen PS5, Xbox Series S gegen Xbox 360 oder Xbox One.
One oder was es da alles gibt. Ich glaube, da haben wir viele Optionen, richtig Fun zu haben und ich freue mich riesig drauf und würde wirklich mir wünschen, dass es so kommt. Es ist, wie gesagt, nicht irgendwo bestätigt, dass Blackout jetzt in der nächsten Woche hier erscheint oder dass wir in den nächsten 4 Wochen da noch super viele Infos zu bekommen, aber ich bin der Meinung, wir können uns definitiv darauf freuen, dass da ein richtig guter Battle Royale zusätzlich zu uns kommt. In dem Sinne, Leute, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Ich bin raus für heute, haut rein.